Ja, herzlich willkommen in der Wisdom Factory in der deutschen Ausgabe. Und heute bin ich hier mit Lydia Schlatt und wir wollen über das Enneagramm sprechen. Das Enneagramm ist ja eine Typologie und Typologien sind Teil der integralen Theorie. Und ich habe festgestellt, wir Frauen am virtuellen Brunnen, auch ein Online-Salon des integralen Forums, wir haben festgestellt, dass Typologien irgendwie immer zu kurz kommen und dass die viele Menschen auch keine Ahnung davon haben. Und deswegen dachte ich, machen wir mal ein Gespräch mit Lydia, denn sie hat für uns im integralen Forum schon mal sozusagen privat eine tolle Vorstellung gemacht vom Enneagramm. Und wir wollen heute sozusagen eine Einführung geben. Also ich bin Heidi Hörnlein vom, ja, Englisch, Deutsch, von der Wisdom Factory, thewisdomfactory.net. Und ich sitze hier vor meinen Blumen. Das ist natürlich nicht wirklich. Das wirkliche Bild ist hier draußen. Es ist wunderbarer Frühling hier. Wir sind Anfang September. Mann, ich rede aber heute ein Zeug. Anfang März. Und Frühling ist gekommen. Alles blüht. Es ist wunderschön. Und es wird wahrscheinlich auch noch so sein, zu dem Zeitpunkt, wenn ich das dann veröffentliche. Aber jetzt erst rüber zu dir, Lydia, stell dich mal ein bisschen vor, was dein Hintergrund ist und dann gehen wir gleich ins Thema. Ja, sehr gerne. Also erstmal freue ich mich sehr, dass wir uns hier zusammenfinden und ja, noch mehr in das Enneagramm einsteigen. Genau, um das näher zu bringen, weil es wirklich gerade jetzt ja, so hilfreich sein könnte in diesen herausfordernden Zeiten, ne, sich selber und seine Mitmenschen in seinen Reaktionen besser zu verstehen. Genau, und mein Name ist Lydia Schlatt. Ich bin Logotherapeutin, Heilpraktikerin für Psychotherapie und integraler Coach in Bremen. Und ja, liebe das Enneagramm seit 2006 ungefähr, seitdem ich das kenne. Und nutze das ganz viel privat, aber auch beruflich mit meinen Klienten, um dann ja diese Ego-Strukturen noch mehr zu erforschen und sie entsprechend in das eigene Erleben zu integrieren, zu übertragen, zu übersetzen. Ja, danke. Ich finde es toll, dass du das sagst, gerade im Moment, wo wir uns gegenseitig nicht verstehen, offenbar, ne? Und wo dieser Kampf gegeneinander stattfindet. Da kann ich dazu sagen, als ich das Enneagramm machte, das eines der wichtigsten Erkenntnisse war zu verstehen, oh, die anderen ticken ja komplett anders als ich. Da war diese Situation, wo wir den Kurs hatten und wir haben uns in unserer Gruppe getroffen. Ich kann schon sagen, ich bin Enneatyp 4 und in Enneatyp 4 waren, was weiß ich, 25 Leute und dann wurden im Plenum die Ergebnisse der einzelnen Gruppen vorgestellt, nicht? Und dann, du bist ja von deinem so ganz echauffiert und gehst an, denkst, das ist ganz wichtig und erzählst das und die Leute sitzen da so drin. Und dann, wenn andere sprachen von einer anderen Gruppe, da sagst du, was haben die denn für Probleme? Ja, also da wurde es mir so richtig im Erleben total klar, wie verschieden wir sind und wie das Normal, was wir als normal empfinden, für einen anderen überhaupt nicht normal ist, sondern ganz abstrus, ja, und wenn wir das verstehen können, dass es nichts damit zusammenhängt, dass der andere doof ist oder sonst irgendwas, sondern dass er einfach eine andere Struktur hat und andere Sachen als ja, seine Persönlichkeit empfindet und komplett anders reagiert auf Situationen, dann könnten wir vielleicht wieder Frieden schaffen in dieser schwierigen Zeit. Aber jetzt zu dir, erzähl ein bisschen, was das Enneagramm ist und wie wir damit Frieden schaffen können. Ja, da bist du schon mittendrin, genau, weil das Enneagramm bezieht sich auf 9 Persönlichkeitstypen, also Ennea vom griechischen 9. Und ja, es ist eine uralte mystische Lehre. Man weiß gar nicht, woher sie eigentlich kommt, ob aus dem Sophismus, ne, oder wo die Wurzeln genau sind. Das ist aber nicht so ausschlaggebend, weil es hat ein kaukasischer Mystiker dann in den Westen gebracht, Anfang des letzten Jahrhunderts. Und dann hat es ja seinen Siegesmarsch, sage ich jetzt mal, in den Westen gefunden. Und ja, es erfreut sich ja größter Beliebtheit in der letzten Zeit, weil es auch mittlerweile in der Wirtschaft eingesetzt wird, ganz viel. Und aber auch in Coaching-Kontexten, weil wir unterschiedlichen archetypischen Strukturen angehören. Und das sind archetypische Strukturen.
die mit dem Enneagramm beschrieben werden. Und diese neuen Ego-Muster, von denen man dann spricht, haben ganz viel mit unserer persönlichen Struktur zu tun, aber auch einer übergeordneten Struktur, der dann die unterschiedlichen Typen angehören. Und genau, du hast von Frieden gesprochen, weil das ist dann auch wirklich das Ziel quasi, also warum man das sich damit beschäftigen könnte, dürfte, weil es um Mitgefühl geht und tatsächlich um Frieden mit seinen Schatten auch und mit seinen Tiefen zu finden, indem wir sie erstmal erkennen, erstmal bewusst machen, so welcher Struktur gehöre ich eigentlich an und was greift immer wieder in mir, was ich erstmal als unangenehm empfinde. Ne, wenn da so ein Schattenthema hochkommt und ich meine blinden Flecken habe, ist es überaus hilfreich, aus der Metaebene drauf zu blicken, welcher Typ könnte dahinter stecken, welche Struktur und was ist das, was mich schon quasi wie so fast steuert. Und um da auszusteigen aus dem Reaktionsmuster hin in die eigene Schöpferkraft zu gehen und neu zu entscheiden, wie ich leben möchte, wie ich handeln möchte, wie ich meine Beziehung gestalten möchte. Genau. Also das ist das, was wesentlich mit dem Enneagramm zu tun hat. Selbsterkenntnis, aber auch Mitgefühl mit sich zu entwickeln. Und letzten Endes ist das die Voraussetzung, dass wir Mitgefühl mit jemand anderem entwickeln, weil wir verstehen, der ist gerade in seinem Muster gefangen, wie in einem Gefängnis und ist in einer Not. Genau. Und diese Not zu verstehen, ist überaus hilfreich. Du sagst es fast, man wird fast davon gesteuert. Ich würde sogar so weit gehen, man wird davon gesteuert, bis zu dem Moment, wo man sich darüber klar wird, ja, was das eigentlich ist, welchen Mustern man verfallen ist. Es ist auch ein blöder Ausdruck. Aber man hat es ja irgendwie gelernt. Ich meine dann, ich habe auch über die Archetypen der Seele mit Marion Lockhart geschrieben, vielleicht kommt man mit diesen Anlagen auf die Welt schon. Und ganz sicherlich auch die kindliche Prägung verstärkt das sicher nochmal. Was ist deine Idee? Wie nimmt man diese Muster an? Zum Beispiel, dass ich jetzt nur 4 bin und nicht 6 oder das wird mit Nummern, du sagtest, es sind 9 Gruppen und mit Nummern ist es das Einfachste, weil sonst werden immer verschiedene Namen gegeben zu verschiedenen, in verschiedenen, von verschiedenen Leuten. Und wenn man die Nummern hat, da weiß man wenigstens, wovon man spricht. Also warum bin ich eine 4 und nicht eine 8, sagen wir mal. Woher kommt das? Also meine Beobachtung ist tatsächlich, dass man das Muster mitbringt, also den Enneagramm-Typ mitbringt, weil ich das schon bei kleinen Kindern sehe. Also die sind wirklich so unterschiedlich von ihrer Struktur und Physiognomik und Ausstrahlung und man sieht es regelrecht. Also ich kann es an meiner 2,5-jährigen Nichte jetzt auch sehen, dass sie auf jeden Fall das 7er-Muster hat, ne? Den Glückssucher und wirklich sich das auch immer mehr herauskristallisiert. Also ich kann es regelrecht sehen und dann wird es tatsächlich verstärkt durch die Biografie, die Sozialisierung, in welcher Familie man aufwächst. Und ja, genau, es sind, wir können von Nummern gerne sprechen, auch wenn man natürlich keine Nummer ist, ne, sondern viel, viel mehr als das. Und gleichzeitig kann man sagen, also es gibt 3 Triaden, also es gibt die Herztypen, die Kopftypen und die Bauchtypen. Genau, wir sind ja 2 unterschiedliche Muster quasi, du bist ein Herztyp, ich bin ein Bauchtyp, so genannt, ne? Und das ist das, was mit der Motivation zu tun hat. Also woher, aus welchem Zentrum kommt die Motivation? Und bei mir ist es definitiv aus dem Bauch. Als Typ 1 kann ich auch gleich nochmal sagen, genau, aus dem Bauch heraus. Und bei den Herztypen kommt es wirklich aus diesem Herzbereich als Ausstrahlung von innen nach außen. Und bei Kopftypen ist es mental. Und das sind so erstmal die 3 Hauptbereiche, in die sich das Enneagramm unterteilt.
Ja, sehr schön, dass du auch das sagst, dass es von der Motivation oft abhängt. Ich habe mal so Online-Tests, die mir zum Teil frei machen kann, nicht gemacht. Und da kam mein Typ an dritter oder vierter Stelle raus, weil man denkt, man könne das an Gedanken oder an Verhaltensweisen nur festmachen, aber es kann man nicht. Es kommt wirklich auf die Motivation an. Und insofern freue ich mich, dass du das gleich am Anfang betonst, dass man nicht einfach losrennt und sagt, ja, das Internet hat mir gesagt, ich bin, was weiß ich, eine 7 und stattdessen bist du es gar nicht. Ne? Ja, da kommen wir dann dazu, du sagst, wir bringen das mit und das macht Sinn für mich, denn in derselben Familie gibt es ja durchaus verschiedene Muster. Manchmal hat man das gleiche Muster, ich habe es, denke, wie meine Mutter, aber meine Geschwister, zumindest die männlichen, ganz sicherlich nicht. Zwei Fragen. Also die eine, da fangen wir mal mit an. Wenn man in einem bestimmten Ambiente aufwächst, kann man das Muster dann, kann sich das verändern oder das eigentliche Muster unterdrückt sein? Und wie käme dann man zum eigentlichen Muster? Und wie entwickelt man dann das Muster zu etwas, das einen nicht so gefangen hält als unvermeidliche Reaktionsform? So viele Fragen. Okay, also ich würde sagen, man kann es nicht verändern, sondern also man bringt es tatsächlich mit. Es kann aber verwässert werden. Verwässert werden durch Überfremdung. Also es kann sein, dass ein, sagen wir mal, Fünferkind in eine Familie geboren wird, die bauchig sind, also ja, oder körperfixiert, so nennt man die Bauchtypen auch, dass es wie überfremdet wird von den Energien, die in einer Familie sind oder von den Art und Weisen des Umgangs miteinander, um dann irgendwann vielleicht festzustellen, oh, aber das bin gar nicht ich, sondern das habe ich wie übernommen über meine Struktur, die sich darüber legt. Deswegen, ich halte auch nicht so viel von den Online-Tests, weil ne, man kann das sehr, sehr verfälschen oder beziehungsweise man hat auch vielleicht eine Tagesform, die nicht der eigenen wirklichen Struktur angehört. Und deswegen, ja, rate ich davon ab. Genau, sondern wirklich lieber das selber nochmal zu erforschen, was ein bisschen länger dauert, aber mitunter nachhaltiger ist. Genau, und über Coachings oder Therapien oder auch Selbstbeobachtung, Fremdbeobachtung, Gespräche mit Freunden kann man ganz gut hinterkommen, wer man eigentlich in der Struktur selbst ist, ohne die Überfremdung. Und dann kommt noch hinzu, dass man ja auch einen Flügel haben kann zu dem Enneagrammtypen daneben, also an meiner Stelle dann die 9 oder die 2. Und das kann auch sehr dominant sein. Also so dominant, dass es den eigenen Typen erstmal auch wie ja, nicht vertuscht, aber so verdeckt. Genau. Und wie kommt man da raus sozusagen? Also tatsächlich über das Erkennen und Entlarven. Also weil das Ego möchte nicht entlarvt werden. Das versteckt sich ja die ganze Zeit. Und deswegen richtet ja es ja auch mitunter Schaden an, weil es sich versteckt und weil es auch nicht enttarnt wird, nicht demaskiert wird, wenn wir schon mal hier in diesen Zeiten sind. Und wenn man das entlarvt und bewusst hat und erkennt, dann ist es möglich, wie aus der Struktur, aus der, ich sag mal, Minuspolstruktur, so nenne ich das immer, auszusteigen und in die Pluspolstruktur zu gehen. Und da gibt es auch Integrationsbereiche anderer Typen. Das ist jetzt ein bisschen fortgeschrittener, aber genau, dass man die Typen von, die Züge von einem anderen Typen annehmen kann. In meinem Fall ist es die 7, ne, dass ich ganz viel Leichtigkeit dann empfinde und ja, ganz, ganz ja, entspannt durchs Leben gehe. Ja, Anders als in meinem Hauptmuster. genau. Und man lernt dann auch zu erkennen, wenn man in Stress ist, nähert man sich ja auch einen anderen Typen an, nicht? Genau. Und dann kann man denken, oh Gott, ja, jetzt bin ich wieder da. Ich bin ja dann ging in die 2, da möchte ich wieder allen Menschen helfen, ja, um dann irgendwie was davon rauszukriegen. Dann kann ich jetzt sehen, ah, okay, jetzt bist du unter Stress, jetzt sieh mal zu, dass du dich wieder runterbringst und dass du wieder ruhig wirst, ja. Genau.
Ja, und auch innerhalb des eigenen Typs kann man ja dann lernen, was es ist ja nicht alles nur schlecht, ja. Es sind ja sehr viele Gold, Nuggets da drin zu finden in deinem eigenen Typ. Und dann kannst du dann gucken, ah, ich kann das ja verstärken. Ich kann aufpassen, dass ich nicht in den Negativpol rutsche, nicht? Aber da gibt es ja auch Positives. Habe ich denn das jetzt eigentlich schon wie soll ich sagen, ausgebildet genug, nicht? Und das finde ich schon sehr spannend. Und wobei, entweder kannst du jetzt da noch was dazu sagen und dann würde ich dann gerne in die Typen mal kurz reingehen und zu sehen, was ist der Negativteil, was ist der Anteil oder Zug, wie nennt man denn das? Pol, der negative Pol und was ist der positive Pol? Genau, also ich nenne es immer Minus- und Pluspol, weil viele Bücher unterscheiden zum Beispiel auch gar nicht, ne? Sondern die sprechen da gar nicht von, sondern einfach, dass pauschal viele negative Dinge aufgezählt werden. Aber ich halte schon, also ich halte es für sinnvoll, wirklich von Minus- und Pluspol zu sprechen. Genau, können wir gerne durchgehen mit den Typen. Ein bisschen, ja. Wir können ja anfangen, weil du sagst, du bist eins, fangen wir bei eins an. Genau, gerne. Genau, ist das immer so schwierig, den eigenen Typen zu beschreiben, aber ja, ich versuche es natürlich. Genau, also Typ 1 wird auch der Reformer genannt oder der Perfektionist. Genau, ist ein Bauchtyp und hat einen sehr, sehr starken Zensor, inneren Zensor. Ein sehr ausgeprägtes Über-Ich, wie ein Richter oder Anwalt, der ihn antreibt. Also wirklich regelrecht antreibt. Und Typ 1 ist dann mitunter wie ja, steif und rigide. ne, der typische Lehrer vielleicht auch in einer gewissen archetypischen Form, so der gerne belehrt und beibringt und wie man etwas richtig zu machen hat. Und irgendwie genau das Motto ist tatsächlich, ich muss alles richtig machen. Und hält sehr, sehr gerne Ordnung, also hat irgendwie so seine ordentliche Struktur und ja, ist tatsächlich von der Ausstrahlung her so steif, weil er unter Anspannung steht, weil er, das ist nämlich das Gute daran jetzt an dem Typen, in seiner Plus-Pull-Struktur weiß er ganz genau, wie etwas vollkommen zu sein hat. Ne? Also der Minuspol ist ja eher irgendwie rigide und irgendwie ich habe Recht und ich möchte alles richtig machen. Der Pluspol ist tatsächlich dieses Gespür dafür, instinktiv, wie etwas vollkommen aussehen kann, wie eine absolute Wahrheit sozusagen aussehen kann. Also wahrheitsliebend und gerechtigkeitsliebend auch ganz stark. Ja, das ist spannend, dass man so intuitiv, ja, aus dem Bauch heraus erfasst, was ist eigentlich richtig. Und dann in der negativen Form, dann wird es zum Fundamentalismus, ne? Dann denkt man, ich weiß jetzt alles und dann musst du so Genau. machen, wie ich. Und ich habe recht. Genau. Genau. Ja. Ja, ist ja schön, wenn du recht hast, was das Enneagramm betrifft. Dann kommen wir mal. Ja, aber das kann tatsächlich sehr moralistisch sein und ne, moralingesäuert, wie mein ja, Enneagrammlehrer mal gesagt hat, ne, dass es wirklich dann auch toxisch wird. Genau, aber es hat irgendwie wirklich auch diese Komponente von, er weiß wirklich, wie es vollkommen aussehen kann, wie die Welt vollkommen aussehen kann. Das finde ich spannend, weil wir ja gesagt haben, wir leben in diesen Zeiten und vorher haben wir uns kurz unterhalten, dass ja auch die Enneatypen man kann verschiedene Kulturen oder Nationen die Enneatypen zuordnen. Und Deutschland ist ja weitgehend Typ 1, zu einem großen Teil. Und ich denke, das spielt sich im Moment gerade aus, nicht? Da gibt es ja die wissen genau, was richtig ist und alle anderen sind falsch und die muss man dann vielleicht auch noch bekämpfen, weil sie eben nicht wissen, was richtig ist. Ne? Aber dass da dahinter die Intuition steckt, das kann ich mir vorstellen. Nur ist es halt eine unvollkommene, wenn man meint, es ist was richtig und geht dann nicht weiter, um das nachzuprüfen, sondern nur ne, bei einer, sagen wir mal, Anfangsintuition zu bleiben und dann ist es richtig für immer. Das wäre dann Minuspol, nicht? Genau.
Wobei ich auch sagen möchte, zu der heutigen Zeit oder zu Deutschland, ich würde das noch mehr in der 6 sehen, in der German Angst, also Pflichterfüllung und sehr mental, also sehr, sehr rational mental. Geh doch gleich mal zur Sechs, dann machen wir einen Sprung rüber zur Sechs. Ja, genau, das können wir gerne machen, genau, nicht so klassisch. Ja, also die 6 ist ein Mentaltyp, der von Angst geprägt ist. Also da gibt es auch den sogenannten Angsthasen, also ein phobischer Typ. Ne, das sind so zwei Untertypen. Bei der 6 ist, ne, bei den anderen nicht der Fall, aber bei der 6 und den kontraphobischen, das ist der Angstbeißer. Und je nachdem, der Angstbeißer kann aussehen wie eine 8. Ist aber nicht irgendwie, weil die Struktur, die Motivation aus der Angst und aus dem Verstand herauskommt. Das sind dann zum Beispiel Extremsportler, ne, die irgendwie quasi ihre Angst nicht spüren, aber dadurch so überkompensieren und dadurch noch mehr in irgendwelche Action-Gefilde gehen. Genau, und bei der phobischen Angst, also das ist ja das, was gerade sehr stark auch zu sehen ist, dieser ängstliche Typ. Der ist nicht nur ängstlich, es ist so, als ob er keinen Boden unter seinen Füßen empfindet, keinen Boden unter seinen Füßen spürt, wird auch der Loyale genannt, der Gemeinschaftsmensch, der ein sehr, sehr starkes Pflichtbewusstsein hat und der Angst hat, aus dem Boot der Gemeinschaft zu fallen und deswegen anfängt, sich am Minuspol selbst zu verleugnen. Und seine Bedürfnisse hinten anzustellen, weil er dazugehören möchte. Und das erleben wir gerade auch ganz stark. Also das sehe ich jedenfalls sehr, sehr viel, abgesehen davon, dass ich sehr viele Sechser um mich herum habe in meinem Freundeskreis. Genau, dass da wirklich eine ganz große Angst ist, nicht dazuzugehören, wenn man anfängt, seine eigenen Bedürfnisse zu leben und wahrzunehmen. Es ist spannend und auch jetzt wirft mir das ein anderes Bild auch auf die Menschen, die so gegen anderes sind, die eben zum Beispiel meinen, ich möchte keine Maske aufziehen und ich habe eine andere Art und Weise, dass es nicht unbedingt eins ist, sondern dass es der Negativpol von Sex ist, der sich so als militant dann aufschwingt, nicht? Genau, also die 1 und die 6 haben tatsächlich ja, ähnliche Verhaltensweisen zumindest. Nicht die Motivation, aber Verhaltensweisen, dass es kann auch um Denunziantentum geht, nur aus einer anderen Motivation heraus. Und ja, also ich gehe auch ohne Maske durchs Leben. Und ja, das kann auch sein, dass ich tatsächlich, wurde tatsächlich von einer 6 vor kurzem im Supermarkt darauf angesprochen. Also sehr, sehr vorsichtig, aber trotzdem so, ja, darauf angesprochen und so, als ob man dazugehören sollte, weil man ist ja anders offensichtlich, aber sie möchten einen dorthin ziehen, um dazuzugehören, also ins Boot der Gemeinschaft. Ja, Ja. wenn du nicht so dich verhältst, wie das so allgemein verordnet ist, Genau. dann bedeutet es ja, du bist nicht so wie sie selber und du machst ihnen Angst. Dadurch noch mal eine extra Angst. Das ist eine zweite Angst. So Es ist könnte ja es. sein, dass meins, was ich denke, ja gar nicht. Ah, da möchte ich lieber nicht mit konfrontiert werden, dass es auch noch einen anderen Weg gibt, nicht? Genau, und dann ist da natürlich auch eine Angst vor Konfrontation und Konflikt auch da. Ne, weil die 6 fürchtet Konflikt komplett. Bei der 1 ist es weniger so, aber die 6 fürchtet den Konflikt. Das ist so, dann müsste sie sich positionieren und ja, sich zeigen noch mehr. Also das ist verhasst für sie. Am Ja, Minuspol. und genau auch die Verankerung in der Welt verlieren. Du sagst, dass sie ist unterwegs und fühlt den Boden unter den Füßen nicht. Und wenn sie anerkennen müsste, dass jemand anders eben diese Angst nicht hat, sondern zu anderen vernünftigen Schlüssen kommt als sie selber, dann ist das ja eine totale Bedrohung. Ne? Das Genau, heißt, Bedrohung. ja. Genau, das ist, sie scannt nämlich auch ihr Umfeld nach Bedrohungen ab. Genau, und versucht es zu vermeiden. Genau, und am Pluspol aber wird sie der Held genannt.
Also, weil sie kann nämlich, wenn sie Mut entwickelt und auf den Tisch haut, also auf im positiven Sinne für die Bedürfnisse, für die eigenen Bedürfnisse einsteht, dann ist sie wieder Held, ne? Wie aus Herr der Ringe. Frodo, glaube ich, heißt der, also der Held, dass da wirklich auch sich auf die Bühne des Lebens stellen kann und sagen kann, so hier bin ich und ich stehe für meine Bedürfnisse ein. Ja, das ist ja auch der positive, sagen wir mal, die Tugend, ne? Von Genau. der Mut. Genau, Wenn der man die Mut. Angst überwunden hat, kommt man in den Mut und dann kann man die Welt bewegen, sozusagen, nicht? Genau, Sehr ja. schön. Ja, das lief, wer das jetzt hört und sich wundert, warum die Menschen so komisch sind, entweder auf der einen Seite oder auf der anderen Seite, das sollte doch schon mal zu denken geben, denn für die Leute, die so super ängstlich, meinetwegen sogar mit zwei Masken unterwegs sind oder allein im Auto mit einer Maske oder sowas, das ist für sie eine Art Selbstschutz, um nicht in Ja. den Strudel zu kommen, aus dem sie fürchten, überhaupt nicht mehr rauszukommen. Und es hat nichts mit dem Außending zu tun, sondern wirklich mit der psychologischen Selbsterhaltung. Ne? Ja, und auch sich sicher zu fühlen dadurch. Ja, schön. Dann hast du gesagt vorhin gerade, die Sechs wäre der einzige, die den kontraphobische Typ hat. Also den phobischen, wo du die Angst richtig so siehst, und den kontraphobischen, wo du denkst, die sind super mutig, aber stattdessen sind die gar nicht mutig, sondern die sind nur von der Angst abgeschnitten und haben dadurch diesen regulativen Mechanismus der Angst nicht. Der sagt, das solltest du vielleicht mal lieber nicht machen, das könnte eine richtige Gefahr sein, nicht? Deswegen kann da auch manchmal Ziemliches passieren. Aber ich habe in meinem Enneagramm, sagen wir mal Laufbahn, gesagt bekommen, dass ich ein Kontratyp der Vier bin. Das heißt, die Vier ist ja normalerweise, wir können jetzt zur Vier übergehen, jemand, der so total emotional ist und oh, oh Gott und dies und was. Und das hat mich immer genervt, früher in anderen Leuten. Und ich habe immer gedacht, ich hätte ja gar keine Emotionen und habe die unterdrückt. Andere Leute haben mir gesagt, dass ich sehr emotional sei, und ich habe immer gedacht, nee, wovon reden die denn eigentlich? Und als ich dann in Kontakt kam mit dem Enneagramm und mit anderen so Selbstentwicklungstechniken, habe ich erst mal gemerkt, wie viel Emotionen ich habe und wie schwer die zu handeln sind, und habe dann so ein Mitgefühl bekommen für das Kind, was mit diesen Emotionen nicht umgehen konnte, weil niemand geholfen hat, die einzuordnen, und dass dann der einzige Weg ist, die wegzuschließen, nicht? Also mit anderen Worten, wir haben in unserer Kindheit, je nachdem wie das Ambiente, das Umfeld ist, eine Möglichkeit, mit den Dingen, die zu uns gehören, gut umzugehen und die gut zu integrieren oder etwas Selbsterhaltendes zu machen, was aber dann, wenn wir erwachsen sind, vielleicht nicht mehr ganz so günstig ist, nicht? Wie zum Beispiel emotional für andere zu sein, aber selber es gar nicht zu merken, nicht? Das ist schon. Genau. Ja, und da sprichst du auch etwas ganz Wichtiges an mit den Untertypen, weil ein Kontratyp bezieht sich auf bestimmte Untertypen und das sind einmal Selbsterhaltung, sozial und sexuell. Und Selbsterhaltung ist, ja, wie der Begriff schon sagt, irgendwie sehr auf das Überleben bezogen und irgendwie ich muss überleben. Genau, und das sind tatsächlich welche, gerade die Kontra 4, soweit ich weiß, auch wenn ich da kein Experte für die Untertypen bin, aber der hat nämlich tatsächlich einen weniger starken Zugang zu den Emotionen, zu den eigenen Gefühlen, was man der 4 ja per se eigentlich nachsagt, dass sie ein Emotionstyp ist. So, genau, und bei den sozialen Untertypen ist so, irgendwie, sie möchten ja nicht nur dazugehören, sondern haben sehr, sehr viele Menschen mitunter um sich, brauchen sehr viele Freundschaften oder Beziehungen. Die was, nicht? Die so auftreten und alle müssen gucken und alle applaudieren und sowas. Genau, gerade als Image-Typ, ne, weil die Herztypen werden auch Image-Typen genannt, ne? So, auf jeden Fall Applaus. So, wobei das noch mehr zu der für die 3 zutrifft, aber die 4 auch, genau. Und der sexuelle Untertyp braucht tiefe Beziehungen, braucht Das ist der Soziale. Der Sexuelle ist der, der so auftreten muss und so wie die Diva ist. genau. Der Soziale ist der, der ist erst eher schüchtern
und ein bisschen zurückhaltend, aber ganz in die Tiefe gehen, ganz in die Tiefe gehen wollen. Ja. Und ich wollte noch kurz sagen, ich habe praktisch beides vereint, obwohl ich nicht wusste, dass ich als Person die Gefühle habe. Aber ich habe ja gesungen, nicht? Als klassische Sängerin, auch Opern. Und La Traviata war immer mein begehrtestes Ding, weil man dann nämlich in Gefühlen schwelgen kann. Aber es waren ja dann nicht meine, es ist ja das von der, von der Frau. Ja? Also insofern, ja, Gefühle, aber bis sie dann als die eigenen anerkannt sind, das dauert ein bisschen, ja. Genau, und dann kann es natürlich auch Mischtypen geben. Ne? Man ist ja nicht nur der eine oder der andere, sondern vielleicht an erster Stelle der Sexuelle, dann der Soziale. Mhm. Ne? Und je nachdem, wie viel Tiefe man dann braucht, hat es auch etwas mit den Untertypen zu tun. Ja. Genau. Ja gut, aber wir müssen weitergehen, sonst kommen wir nicht durch. Genau, würde ich auch sagen. Haben wir jetzt die vier schon gemacht, oder? Doch, ja. Gehen wir mal zur 3, wo man sagt, dass Amerika, ganz in Amerika, ganz viele Dreier gibt. Was, wenn man jetzt an typischen Amerikaner denkt, was kommt dir da in den Sinn? Also ich meine, ich sage das jetzt zum Publikum und du erklärst das. Ja, klar. Genau, also die 3 wird ja auch der Erfolgstyp genannt oder der Macher, der Dynamische. Ist so ein ja, klassischer Businessmann oder ich sage jetzt mal Banker, wobei es natürlich auch Frauen gibt und natürlich auch ja, alle möglichen Berufsgruppen, die da vertreten sind. Und gleichzeitig, es geht um das Machen und das Tun und sich darüber zu definieren und über den Erfolg auch zu definieren. Und dann kann es aber auch sein, dass das der klassische Blender ist, der mitunter vielleicht nicht die Kompetenz mitbringt, aber trotzdem so auftritt als Image-Typ, so ich habe die Kompetenz, hat sie aber nicht und blendet und lügt und betrügt mitunter, also am Minuspol, um Erfolg trotzdem zu generieren. Und auch um beklatscht zu werden, da haben wir das mit dem Applaus wieder, wirklich um ne, bewundert und beklatscht zu werden. Und ja, ob das jetzt falsche Zähne sind, ich sage das jetzt mal übertrieben, oder was auch immer, es geht viel um Schein dabei. Genau, also ein bisschen wie das, was in den USA auch teilweise gemacht wird, ne? Oder dieses ganz, ganz fröhliche How are you? Und ne? Ja, etwas oberflächlich, genau, und gleichzeitig am Pluspol auch etwas, was mit Dienen zu tun hat, mit einem guten Dienen, wenn jemand nämlich weiß, wofür er etwas tut, also aus dem Herzen heraus, weil es ist auch ein Herztyp, dann weiß er, wofür er etwas tut und dass er den Menschen dienen möchte und ganz genau weiß, wo er ihnen gegenüber Unterstützung anbieten kann. Ja, insofern ein sehr schöner Zug, nicht? Wenn man ja weiß, wofür man etwas macht, dann ist das sehr hilfreich. Und wenn man das einfach nur als Schein, also im Negativ ist, ist ja bei allen Typen so, dann ist es eben nicht ganz so hilfreich. Nicht? Ja, dann kommen wir mal gleich zur 2. Da ist es ja so ähnlich gelagert, nicht? Helfen ist ja eigentlich schön, wenn man jemand anderen hilft, ja, aber aus welcher Motivation raus hilft genau man jemand anderen? Ganz genau, das ist nämlich die Krux, ne, aus welcher Motivation heraus, weil die 2 wird der Helfer genannt oder die göttliche Mutter oder der barmherzige Samariter. Es gibt da unterschiedliche Begriffe, weil die 2 hilft, um Dankbarkeit zu erleben, Dankbarkeit zu erfahren. Und eine Daseinsberechtigung zu haben, um anerkannt zu werden und geliebt zu werden. Weil da ist das Motiv der Liebe ganz stark. Und aber auch in der am Minuspol die Aufopferung, so die eigenen Bedürfnisse auch, so ein bisschen wie bei der 6, aber noch ein bisschen anders, hinten anzustellen, ganz genau zu wissen, was die anderen brauchen und es ihnen aber überstülpen. Also quasi übergriffig zu werden, ihnen zu helfen, obwohl sie vielleicht gar nicht gefragt haben und dadurch so eine Daseinsberechtigung zu, ja, herzustellen, dass sie geliebt werden, weil sie helfen. Und da ist auch ein ganz großer Stolz dabei, also
ne, so diejenigen, die auftreten, ja, ich bin der große Helfer und oder die große Helferin, je nachdem. Genau, du wirst es ja kennen, weil die vier ja dahin rutscht. Genau. Und am Pluspol ist es eine wirklich ja, liebende Person, die den anderen auch freilässt, die nicht übergriffig ist, die aber auch ganz genau weiß, was bedingungslose Liebe eigentlich ist und was es bedeutet, sie zu leben. Und wenn die zwei dahin kommt, über innere Arbeit, wie auch immer, dann ist das sehr, sehr schön, weil sie einen freilassen kann, weil sie einen nicht mehr in die Abhängigkeit führt, sondern wirklich ja, dich bedingungslos lieben kann. Ich habe das, wir haben ja vorhin angefangen, über die gegenwärtige Situation zu sprechen. Da ist mir jetzt gerade eingefallen, die zwei äußert sich ja auch ganz stark. Ne? Aber vielleicht nicht so sehr, dass ich jetzt beklatscht werde und ja, vielleicht auch geliebt werden. Unsere Kanzlerin will ja auch geliebt werden. Aber auch diese Art, etwas zu wissen, was die anderen brauchen, ganz wichtig, brauchen, das muss jetzt passieren, aus irgendwelchen Motivationen. Kann auch Geld verdienen sein, nicht? Und an den Sachen, die eben nicht die tiefen, wirklich wahren Motivationen sind, die wir eigentlich brauchen, wenn es sich um richtige Hilfe, um ehrliche Hilfe handelt, nicht? Hilfe zur Selbsthilfe auch, ne? Was die Acht zum Beispiel ganz stark verkörpert. Ja, da geht doch gleich mal rüber zur Acht. Wir sprechen. Genau, also die Acht wird der Boss genannt oder ja, der Herrscher manchmal auch, ist ja ein sehr bauchiger, wuchtiger Typ. Teilweise sieht man das auch körperlich, also der Starke, genau der Starke, der anders als die Eins als Bauchtyp, die Eins ist ja ein bisschen zurückgenommen von ihrer Energie. Und die Acht ist aber so gar nicht irgendwie zurückgenommen, sondern so, sie poltert einfach komplett raus mit ihrer Bauchenergie, mit ihrer Instinktenergie, ist, ja, wirkt auf andere sehr aggressiv, aber sie lässt es raus, anders als die Eins. Und dahinter ist allerdings ein butterweiches Herz und das ist nämlich der Grund, warum sie dieses ganze Aggressionspotenzial rauslässt, weil sie versucht, ihr butterweiches Herz zu schützen. So, und dadurch tritt sie auch so heftig auf, also für andere Typen heftig auf. Genau, denn am Pluspol ist es tatsächlich so, dass sie sehr ermächtigend ist. Also sie möchte Hilfe zur Selbsthilfe leisten und kann auch ihr Herz öffnen. Und das ist natürlich dann echt sehr, sehr berührend, wenn die Acht ihr Herz öffnet. Ich habe das schon ein paar Mal erlebt und bin dann jedes Mal wirklich so berührt davon gewesen, weil sie wirklich, ich würde schon fast sagen, aus dem ganzen Enneagramm das zarteste Herz hat. Und deswegen schützt sie das ja auch so stark am Minuspol. Genau, und gleichzeitig ist da ganz viel ja, Ermächtigung für die anderen. Sie möchten nämlich die anderen auch stark wissen. Und ihnen helfen, aber nicht in diesem Zweier-Sinne, sondern eigentlich ermächtigen. Es ist interessant, je zarter die innere Struktur ist, desto lautstärker oder heftiger muss man sie verteidigen. Und ja, das könnte doch auch ein Licht drauf werfen, wenn jetzt Leute so super aggressiv, auch vielleicht in der eigenen Familie, reagieren, dass die vielleicht nur ja, sich schützen müssen, wie die Sechs, aber eben auch die Acht. Aber dass die Acht dann das Potenzial hat, wenn sie sich öffnet, dass dann, wie gesagt, die ganze Rüstung sozusagen abfällt. Ja. Und dann du ja wirklich den Menschen dahinter viel tiefer wahrnehmen kannst. Ja? Genau, das ist so ein bisschen wie Angriff ist die beste Verteidigung. Ne? So, dass es nach außen hin so aussieht, als ob das so ein Tyrann wäre. Also ganz gleich welchen Geschlechts und die anderen dann Angst vor der Person haben. Aber dabei, wenn man das näher versteht, die Struktur, dann ist es eine Not und mitunter ein Traumasymptom, sich so vehement zu verteidigen, dass es nach außen hin sehr aggressiv auftritt. Mhm.
Jetzt kommt mir die Frage, natürlich müssen wir jetzt noch zwei andere oder drei andere Typen besprechen, aber wenn einem das selber jetzt passiert, zum Beispiel in der Familie, wie kann man damit umgehen, wenn man weiß, der andere muss sich nur selber schützen, dadurch, dass er so auftritt? Ja, das ist spannend. Genau, weil das Interessante ist ja, dass die Acht es liebt, den anderen die Maske vom Gesicht zu reißen. Also natürlich die emotionale Maske vom Gesicht zu reißen. Und sie möchte herausfinden, ob sie jemandem vertrauen kann. Und wenn derjenige aber ihr auf Augenhöhe begegnet und ihr Kontra bietet, also auch eine Grenze setzt, dann fängt sie an, dem anderen zu vertrauen und ihn zu respektieren, weil sie sieht, er hat keine Angst vor ihr, vor diesen, ne, Gebaren, sondern ist auch in der Lage, ihr gegenüber eine Grenze zu setzen, weil die Acht so wahrheits- und ja, gerechtigkeitsliebend ist, sieht sie dann ja, aha, ich kann ihr vertrauen oder ihm vertrauen, weil sie mich auch konfrontieren kann. Weil das ist eigentlich die Motivation der Acht. Sie möchte sehen, wie jemand reagiert und ob jemand ihr auch Paroli bieten kann. Das ist sehr interessant und ich denke da gerade auch auf private Beziehungen, Ehepaare oder sowas. Genau. Es wäre auch wichtig, da zu wissen, welcher Typ der andere ist. Ja? Genau. Und Oh, wirklich das so ein ist Tyrann. super. Das ist sehr, sehr hilfreich, genau. In der Dynamik untereinander, unter den Typen. Genau. Ja, jetzt fehlt uns noch die 7 und die 5, glaube ich, und die 9. Welche magst du dann gerne nehmen? Mal vielleicht zur Abwechslung die 7, die ist sowas. Genau, das ist ja auch mein Integrations ja, Typ und genau, die 7 wird der Glückssucher genannt oder auch das magische Kind. Also es gibt da unterschiedliche Begrifflichkeiten, aber das ist jetzt nicht so ausschlaggebend. Und die 7 ist wie ein, ich sage mal, Berufsjugendlicher, der irgendwie wirklich, ne, Thomas Gottschalk muss jetzt irgendwie gerade dran denken, so der so jugendlich auftritt und irgendwie wirklich wie ein Schmetterling von Blume zu Blume hüpft und eigentlich gar nicht aussieht wie ein Mentaltyp, ist aber ein Mentaltyp, weil da ganz viel, ich gehe von einer Blume zur nächsten und bin dadurch auch unverbindlich. Und flüchte eigentlich die ganze Zeit, weil es ist auch am Minuspol der Schmerzvermeider. Derjenige, der Schmerzen meidet und dadurch in alle möglichen Aktivitäten geht und auch vom Kopf her da und da und dahin springt und dadurch nicht wirklich hier ist, nicht wirklich im Körper ist, auch wenn es so aussieht, aber de facto ist es nicht so. Und dass er flüchtet. Also immer wieder aus Situationen und aus Beziehungen, aus Verbindlichkeiten, aus dem Schmerz flüchtet. Genau, und am Pluspol, also wenn er sich dann weiterentwickelt, kann er auch wirklich im Hier und Jetzt sein und auch wirklich richtig spüren und achtsam sein. Also auch achtsam sein mit seinen Mitmenschen, ohne die ganze Zeit flüchten zu müssen. Und hat auch tatsächlich diese Freude und Leichtigkeit, die er einfach per se von Haus aus mitbringt. Also da muss ich auch an Freddie Mercury denken. Es ist zwar, also die 7 ist mit dem Lustprinzip verbunden und gleichzeitig ist da aber auch etwas sehr Zartes, Freudiges und Begeisterungsfähiges. Ja, und auch etwas Mitreißendes, nicht? Die sehen Ja. ja in dem Allgemeinen die, die eine Gesellschaft schön machen, weil es so anregend ist und sie haben immer irgendwas und in deren Gesellschaft sucht man, weil vor allen Dingen, wenn man selber mehr so Richtung Depression oder sowas ist, die bringen einen wieder hoch, nicht? Ja, also so 4 und 7 sind, glaube ich, da ganz Ja. gut. So, ne, in der Kombination. Ja, weil ich habe als Freundinnen 7erin immer zum Feiern an meiner Seite gehabt. Also wirklich, und das war großartig. Also ich konnte wirklich diese Begeisterungsfähigkeit sehr gut mit ihnen leben. Ja, das stimmt. Ich habe einen Bekannten, der auch
eine 7 ist und ich habe mit ihm dann mal, als ich Coaching, war nicht Coaching, Counseling machte, dann musste ich so fürs Examen musste ich Probestunden machen und da habe ich das mit ihm gemacht. Das war schwierig, dass er sich überhaupt dazu bereitgestellt hat. Und dann plötzlich, nach vielleicht 5, 6 Stunden, plötzlich gedacht, Mensch, da ist ja noch viel mehr dahinter. Das heißt, sie verstecken so gut ihr Eigentliches und diese Schmerzvermeidung. Also sie verstecken so den Schmerz, der eigentlich drin steckt, dass sie ihn selber gar nicht wahrnehmen. Und das ist das, wie du sagtest, sie fliehen ständig davon. Aber es ist total unbewusst. Und wenn man das dann bewusst machen kann, ich glaube, das ist ein Wachstumsschritt, also ein ungeheurer Wachstumsschritt, dass sie merken, dass sie. Und es ist ja auch so, dass die anderen Leute, wenn es denen mal wirklich schlecht geht, die anderen Leute glauben denen das ja gar nicht, weil sie ja immer, ach komm, mach doch nicht so, genau. Du bist doch normalerweise, bla bla bla. Die haben gar keine Erlaubnis mal, dass es ihnen mal weniger gut geht. Nicht? Genau, und das wird ja auch von der Gesellschaft so honoriert, ne? Diese Strahle Männer und Frauen, irgendwie, denen es immer gut geht und so weiter. Und nicht nur, dass sie sich selber das teilweise nicht erlauben, sondern auch von der Gesellschaft her, weil genau das so gewürdigt wird und dass sie dadurch auch sich nicht erlauben, mal Auszeiten zu haben, in den Schmerz zu gehen oder sich zu zeigen mit dieser Zartheit, mit dieser Verletzlichkeit. Genau, so wichtig, dass man versucht, vom Minuspol zum Pluspol zu gehen und kennenzulernen, was wirklich da dahinter ist. Was nicht heißt, dass man ständig da unterwegs ist, aber man weiß es dann wenigstens. Genau. Das war hier einer meiner Hunde, die da hier unten liegen und mich nicht alleine lassen. Ja, dann gehen wir, was brauchen wir noch? Wollen wir mit 9? Die 5 und die 9, glaube ich, ne? Genau. Mhm. 5 ist ein Flügel von mir und ich kenne das auch ganz gut, dieses Bedürfnis, meine Ruhe zu haben und allein zu sein und das selber mit mir auszumachen, die Dinge, kenne ich gut. Das ist einer der Charakteristiken. Genau, dann nehmen wir den doch. Genau, also die 5 ist auch ein Mentaltyp oder Angsttyp, wird auch der Beobachter genannt oder der Philosoph oder der Eremit. Genau, und ist ein Typ, der Emotionen meidet. Also Gefühle jeglicher Art und eher in den Kopf geht, also wirklich auch sofort in den Kopf geht, um Gefühle nicht fühlen zu müssen. Ich meine, gut, das kennen wir auch insgesamt in einer bestimmten Mentalität, einer Kultur. So wie zum Beispiel in Deutschland ganz stark. Aber die 5 verkörpert das sehr stark im Rückzug und im Eremitentum, also auch der klassische Forscher, der quasi in seinem Labor sitzt und in seinem Kopf wie ein Gedächtnispalast entstehen lässt und dann in alle möglichen Theorien hüpft und Ideen jongliert, so und gleichzeitig nicht wirklich im Körper ist und nicht wirklich in den Gefühlen, also da Angst vor hat, wirklich in diese Tiefe der Gefühle hineinzugehen. Ja, und am Pluspol ist er aber wohl in der Lage, in die auf die Beziehungsebene zu gehen, auch wenn es ihm schwer fällt, aber er kann es ganz gut eigentlich rationalisieren und dann auch mit Untertypen, die sehr emotional sind, kann er dann runterbrechen auf eine sachliche, gute, objektive, sage ich jetzt mal, Ebene. Und dann schon auch, zum Beispiel auch als sozialer Untertyp, doch sehr stark in die Interaktion gehen und das sogar ganz gut beherrschen. Das wäre im Grunde die Art von Menschen, die wir heute brauchen, um Ausgleich zu schaffen. Ja. War der soziale Untertyp, der eben auch noch Kommunikationsfähigkeiten hat und nicht nur Wissen. Genau. Sehr gut. Nicht Wissen alleine, sondern auch ja eigentlich über emotionale Intelligenz verfügt, die er dann auch aktivieren darf. Mhm. Ja. Schön. Genau. Und jetzt haben wir noch 9.
Genau, jetzt haben wir noch zum Abschluss die 9. Ich hoffe, wir haben alle. Genau, und ja, die 9 ist ein Bauchtyp, wird auch der Friedliebende genannt oder der Naturverbundene, was nicht bedeutet, dass jeder 9er ein Naturverbundener ist. Der Ursprüngliche wird er auch genannt und ist ein Typ, der am Minuspol ein Konfliktvermeider ist. Und eigentlich unter einem riesen Aggressionsvulkan sitzt und gleichzeitig diesen Vulkan ignoriert und deckelt und dieser Vulkan aber natürlich irgendwann auch ausbricht, wie jeder Vulkan, und dann mitunter auch es so heftig hochkommt mit der Aggression bei einer neuen, dass sie wie bei so einem Kochtopf, dass man den Deckel sonst vorher runtergehalten hat, wie explodiert und mitunter ja, Schaden anrichtet, weil er vorher Aggression sehr stark gedeckelt und in sich hineingefressen hat und dann aber wirklich explodiert. Und ja, darf lernen, mit Konflikten gut umzugehen. Weil es ist eigentlich auch ein Mediator. Also am Pluspol ist das wirklich eine Grundkompetenz, nämlich alle Positionen gleichermaßen verstehen zu können. So ein bisschen wie die 6, aber die 9 und die 6 sind auch miteinander verbunden, weil die 9 am Minuspol in die 6 geht. Dass für alle Positionen und Parteien Verständnis aufgebracht wird und sie aber sehr gut mediieren können, also die Menschen miteinander in die Kommunikation führen können, sofern sie natürlich ja, ihre eigene Position wissen. Das wäre ja das Allerwichtigste, was die Neuen lernen darf. So, was sind eigentlich, was ist meine Position, was ist mein Standpunkt, um nicht wie ein ja, Fähnchen im Wind zu sein durch die anderen Menschen. Ja, und durch den Versuch, Konflikte zu vermeiden, nicht? Genau. Wie kann die Neuen lernen, mit diese Aggression nicht runterzuschlucken, dass sie dann irgendwann explodieren, sondern eben die zu integrieren, damit sie dann fähig wird, diese Vermittlungsrolle zu spielen? Also bei den Bauchtypen und die 9 ist ja ein Bauchtyp, geht es ganz stark über den Körper, weil diese Aggression kommt aus dem Bauch heraus oder steigt aus dem Bauch heraus auf. Und dann ist es gut, wenn die 9 dann innehalten würde, um das zu spüren erstmal und auch mitunter den Trigger ausfindig zu machen. Ne? Ist gerade etwas gesagt worden, was mich verletzt hat? Ist gerade eine Grenze überschritten worden? Ist gerade mein Gerechtigkeitsempfinden verletzt worden, dass sie wirklich innehält und das erstmal spürt und sein lässt, da sein lässt, um es nicht in die Umwelt abzugeben und dann passiv-aggressiv zu werden, weil das hat sie dann leider so, wenn sie das nicht wahrnimmt und nicht annimmt in ihrem Körper. Genau, also insofern, es hat ganz viel mit Achtsamkeit zu tun, zu spüren, wo ist diese Aggression da gerade. Kann ich sie sein lassen, erstmal in mir, ohne damit etwas zu machen und ohne sie in die Umwelt abzugeben, unbewusst, sondern wirklich erstmal zu spüren. Ja, danke. Jetzt sind wir so praktisch am Ende, aber ich wollte noch mal darauf zurückkommen, nachdem das ja verschiedene Typen sind, der Kopftyp, der Bauchtyp und der Herztyp. Was ich jetzt hier rausgehört habe, ist ja auch, dass es dann verschiedene Zugänge gibt, je nachdem, welcher Typ du bist. Bei dem Körpertyp eben wahrscheinlich mehr über vielleicht Körpertherapien. Und da kannst du noch ein bisschen was dazu sagen, was die verschiedenen, weil man weiß ja mittlerweile, dass nicht jede Therapie für jeden das Richtige ist, nicht? Sondern dass man sich tunlichst Therapien oder Wege zur persönlichen Wachstum aussucht, die eben gerade für einen die passenden sind. Es gibt nicht das Gleiche für alle. Genau.
Ja, also dann kommen natürlich noch individuelle Komponenten dazu. Du hast ja auch noch von den Archetypen der Seele gesprochen, ne? Also die Seelenrolle und es gibt auch noch Tri-Types im Enneagramm irgendwie. Genau, aber prinzipiell kann man trotzdem so gewisse Muster ja zusammenfassen, was hilfreich wäre. Also für die Bauchtypen ist definitiv ein Umgang mit Aggression. Also das Lernen und der Umgang mit Aggression wichtig. Und das kann über Boxen sein, über das Tanzen, also alles, was in dieses Anspannungs-Loslassen-Gefühl geht, das ist für die Bauchtypen ganz wichtig, für die 8 Impulskontrolle, ne, weil die hauen ja alles Mögliche raus. Die dürfen irgendwie eher so Impulse, ja, Kontrolle quasi lernen, aber jetzt auf eine gute Art und Weise. Genau, die 9 darf eher noch mehr spüren und aber auch rauslassen, in gezielten Rahmen ihre Aggression rauslassen, konstruktiv und sich mit ihren Konflikten aussöhnen. Genau, und die 1 darf auf jeden Fall auch unterschiedliche Formen wie von Leichtigkeit, Tanzen, fließende Bewegung, so etwas für sich finden. Genau, bei den Herztypen, die brauchen ganz stark Beziehungen. Also vielleicht ja auch mitunter Therapie und Coaching, wo es wirklich um dieses tiefe Gesehenwerden geht, in dem, wie sie sind und was sie für Tiefen auch haben und auch um diese selber zu spüren, an sich und anzuerkennen und auch die Heimat in sich zu finden. Also noch mehr nach innen eigentlich zu wandern. So alles, was mit dem Herzbereich zu tun hat, also mit der Beziehungsebene. Ja, also die Du-Ebene eigentlich. Genau, das ist das, was für die Herztypen sehr wichtig ist und ja, was ich ihnen ans Herz legen würde, genau im wahrsten Sinne des Wortes. Genau, und bei den Mentaltypen, weil sie ja so sehr im Kopf sind die ganze Zeit, ne, und ja, auch gerne in Theorien und Ideen und so weiter sich befinden. Und das ist schön. Und sie dürfen noch mehr in den Körper, ein bisschen anders als bei den Bauchtypen, aber noch mehr in den Körper hineingleiten, immer wieder. Und ja, zum Beispiel über Massagen, über Berührung, Tantra, also alles, was mit Berührung zu tun hat, mit Spüren. Immer wieder Körper, Körper, Körper. Genau, da den Bezug wieder zu finden, weil sie doch dann sehr, sehr dazu neigen, im Kopf zu sein. Genau, das ist das, was man so machen kann. Und natürlich gibt es da unterschiedliche Möglichkeiten. Ja, das ist sehr schön und auch eine Motivation zu wissen, welcher Typ du bist. Ja. Zu sehen, dass du nicht deine Zeit verschwendest mit etwas, was vielleicht gar nicht so hilfreich ist und dass man das Hilfreichere finden kann. Lydia, Genau. wir kommen zum Ende. Ja. Magst du gerne sagen, wo Menschen dich finden können? Du machst ja auch Kurse und Coaching und alles Mögliche. Kannst du da ein bisschen was drüber erzählen? Ja, gerne. Genau, man kann mich in Bremen finden und auch auf der Webseite www.lydia-schlatt.de. Und man kann auch ein Coaching über Zoom buchen oder auch zu mir in die Praxis kommen nach Bremen. Genau, dass wir dann auch gerne zusammen raufgucken können oder ich auch nochmal meine Einschätzung geben kann zu einem Enneagramm-Typen. Und natürlich sollte das jeder selber erforschen, ne? Weil nur weil ich etwas sage, heißt es nicht, dass das richtig sein muss, sondern dass jemand wirklich selber sich auf den Weg macht, ja, diese Typenmuster zu erforschen, weil es einfach hilfreich ist und man auch irgendwann in so eine spielerische ja, Leichtigkeit kommt im Umgang mit den einzelnen Typen und es einfach, ja, dann anfängt Spaß zu machen. Ne, dass man nicht alles irgendwie so ernst nimmt, sondern wirklich dann auch in so eine Leichtigkeit kommt. Ja, das ist ganz wichtig. Es dauert vielleicht eine Weile, bis man herausgefunden hat, wo ungefähr, weil man im ersten Augenblick denkt man ja, man ist alles, ja, und bis man dann Genau. so findet, das eigene. Aber ich denke, ich hoffe, es ist durch unser Gespräch rausgekommen, dass es ein ganz wichtiges Tool ist,
um sich selber kennenzulernen und um andere kennenzulernen, besser auf sie auch eingehen und reagieren zu können, dass wir die Aufspaltung in Lager, wie sie gegenwärtig sind, vermeiden können oder vielleicht sogar auflösen können. Und ja, und damit unseren Beitrag zu einer gelingenden Welt leisten können. Einmal durch die Selbsterkenntnis und dann durch das, was wir nach außen bringen können. Ja, Lydia, danke. Danke dir sehr. Ist noch etwas, was du noch am Ende noch unbedingt, was wir nicht besprochen haben, was da noch ist, was du noch sagen magst? Ja, ich mag noch ergänzen, dass an der Stelle ganz wichtig Humor ist. Ich sage immer, Humor hilft heilen, weil wir haben hier gerade herausfordernde Zeiten. Genau, es sind unterschiedliche Lager. Es findet ganz viel Spaltung statt. Und dass ich mir wünsche, dass die Menschen wieder eine Anbindung an sich bekommen und auch am Anfang im Mitgefühl für sich selber zu sein, im Mitgefühl für andere Menschen zu sein und auch öfter mal über sich selber lachen können, ne? Weil das ist einfach nur ein Ego-Muster, nicht mehr und nicht weniger, wo wir angebunden sind, aber wir können es auch wieder verlassen. Und wenn wir lachen, dann können wir gar nicht anders, als das zu verlassen. Und deswegen bin ich sehr für Humor auch in diesen Zeiten. Ja, wunderbar. Dann machen wir uns, uns selber an und aus. Und ja, das kann ich wirklich bestätigen. Wenn dann erstmal merkst, du bist jetzt wieder in deinem Muster drin, dann manchmal sagst du, naja, gut. Und wir sind auch viel, viel mehr als das. Also ja, wir sind viel mehr als dieses Muster. Und man braucht sich nicht mehr so zu ärgern über sich selber, weil man halt nicht perfekt oder nicht so ist, wie man eigentlich hätte sein sollen, weil man merkt, das ist halt ein Ego-Muster und wir können das Beste draus machen. Das ist doch so ist das. Nobody's perfect. Wir machen hier Erfahrungen. Wir sind einfach Menschen in diesem Körper und machen unsere vielfältigen Erfahrungen. Genau. Und das ist ja auch spannend, ne? Und wir sind in spannenden Zeiten und wir können das alles gut beobachten und ausprobieren. Ja, ich danke dir ganz sehr, liebe Lydia. Ich danke dir auch ganz herzlich. Bis bald. Tschüss. Tschüss.